Bismarck war ein glänzender Außenpolitiker, das einzige diplomatische Genie, das Deutschland hervorgebracht hat, zumindest bis unsere Völkerrechtlerin der Herzen auftauchte. Mit Beharrlichkeit und Raffinesse tarierte Bismarck die europäischen Machtverhältnisse aus. Wenn es 5 Mächte gibt, dann sei mit 2 verbündet, aber rede ständig mit allen. Rede mit allen. Auch das beschäftigt uns ja gerade heute auch wieder in der Fraktionsversammlung. Im Auswärtigen Amt ist es kein ungewöhnlicher Vorgang, dass der amtierende Opportunist die Bilder seiner historischen Opportunisten-Vorgänger abhängen lässt mitunter. Aber am Reichsgründer hatte sich bislang noch niemand vergriffen, nicht einmal Joschka Fischer übrigens. Bis Frau Baerbock, eine ausgewiesene Kennerin der europäischen Diplomatiegeschichte, dort einzog.